Moin moin die Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Reaction-Video. Ihr seht schon im Hintergrund, oder es ist ein bisschen überbelichtet, weiß ich nicht. Wir haben extrem schlechtes Wetter seit Tagen, es ist nur am Regnen, ich komme gar nicht mehr aufs Bike. Hab mir aber deswegen auf Instagram, gerne mal reinfolgen unter Blackout, ein paar Nachrichten durchgelesen und bei euch ist das letzte Reaction-Video mega gut angekommen, indem ich euch die 5 teuersten Motorräder vorgestellt habe. Und da habe ich mir den Kanal nochmal genauer angeguckt, der heute wieder in der Beschreibung verlinkt ist, natürlich mit dem Originalvideo. Und ihr habt es im Titel wahrscheinlich alle schon gelesen, heute geht es um die 10 sogar seltsamsten Motorräder. Und ich dachte mir, okay, das interessiert mich irgendwie. Die teuersten Motorräder war schon ziemlich interessant. Seltsame Motorräder klingt auch spannend. Deswegen würde ich sagen, schnacken wir nicht lang rum, sondern geben uns das Video und schauen mal rein, was uns da erwartet. Let's go, der Hase. Motorcycle. Den Titel des längsten Mopeds der Welt trägt seit 2016 längste dieses indische Motorrad. Fahrzeug, das 26,29 Meter lang ist. Man muss auch sagen, ich war ja schon mal in Indien einen Monat. Ich muss stoppen, ich mach gleich weiter sofort. In Indien sind die Leute so motorradverrückt, das ist extrem krass. Aber was ein geiler Funfact ist, es gibt da keine großen Motorräder, also fast nicht. Ich war da bei KTM drin, das größte, was sie hatten, war eine 390er Duke und eine RC390. Das heißt, wenn du da denen erzählst, du hast eine 600er oder 1000er, dann himmeln die dich extrem an. Oder sowieso Frauen, die Motorräder fahren, die sind da ganz oben. Deswegen gibt es auch viele von den Mädels in Deutschland, die große Instagram-Accounts haben, haben extrem viele indische Follower und in dem asiatischen Raum, weil das da total hoch angesehen wird. Egal, kleiner Funfact, aber wir haben hier das längste Motorrad, aber das sieht ja aus, als wäre das so ein Kran-Ding. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn? Jetzt müssen die drehen, weil du kannst, damit kann man doch nicht fahren. Damit der Rekord feststeht, muss sein Hersteller Bharat Shinpama 100 Meter weit ohne fremde Hilfe vorankommen. 100 Meter, ja, wie willst du 100 Meter mit dem Ding fahren, vor allem in Indien? Das war keine einfache Aufgabe, da das lange Moped nur 2 Räder hat, was sich auf seine Stabilität und Manövrierfähigkeit auswirkt. Geisteskrank, was ist das denn? Die Hupe auch. Das muss er erstmal in Gang kriegen. Hat das überhaupt genug Leistung? Monster Motorbike. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie das Ding 100 Meter fährt, vor allem auf dem kleinen Platz da, wie das bewegt und sich wendet. Schade, dass es davon keine Aufnahmen gibt, aber das war ja wohl ein richtiges Ramschbike. Dieses riesige 9 Meter lange Moped mit einem Gewicht von 30.000 Tonnen und einer Höhe von 3,5 Metern wurde in Australien hergestellt. 30.000 Tonnen? Das ist nicht 300.000 Kilo oder so? Ist nicht ein bisschen schwer? 30.000 Tonnen, 1000 Kilometer, 1000 Kilo. Um das riesige Moped vom Platz zu bewegen, hat es dann herrscht. 30.000 mal 1000 Kilo sind 4 Nullen und nochmal, das sind doch 3 Millionen oder 30 Millionen Kilo. Oder bin ich jetzt bescheuert? Bin ich lost, Alter? Zum Glück brauche ich Mathe nicht mehr im Leben heutzutage, aber was? Also, wie schwer ist das? Da muss doch ein Fehler drin sein. Verwendet und befestigte am Moped ein automatisches Schaltgetriebe. Ey, das würde ich richtig gern machen. Stellt euch vor, Motovlog mit dem Teil, Alter. Dieses Fahrzeug ist natürlich nicht für die allgemeinen Straßen gedacht. Dieser Reifen. Könnte perfekt für einen Film verwendet werden. Unter seinem Gewicht werden nicht nur PKWs, sondern auch kleine Wohnwagen zu Schrott. Geisteskrank, was ist das? Das ist ja völlig wahnsinnig. Steampunk Scooter. Boah, das sieht geil aus, aber das gefällt mir jetzt schon. Sieht ein bisschen aus wie so ein U-Boot. Ah ja, sag ja. Hat das Gehäuse mit vielen kleinen Details verziert. Mensch, hell mal auf die der eines Ausschnittes einer Gitarre und eines Verstärkers. Das sieht geil aus. Also das feiere ich. Das fühle ich. Ein bisschen wild, aber bis jetzt das Beste von den Dingern. Ja, was ist das Stahl? Der hat an dem Motorroller einen Lautsprecher befestigt, der Musik wiedergeben kann. Wahrscheinlich soll der Motorroller an das Beatles-Lied Yellow Submarine erinnern. Nicht zufällig spielt der Hersteller des Fahrzeugs immer dieses Lied ab, wenn er mit seinem Fahrzeug in Europa auftritt.
abgefahrenes Teil. Geiler Spot. Skyrider One. Dieser Elektromotorroller ist mit zwei Motoren ausgestattet, mit 8 und 17 PS. Am Hinterteil des Skyrider One ist ein großer Propeller befestigt. Für seine Energieversorgung sind zwei Lithium-Ionen-Akkus zuständig, mit denen man bis zu 120 km bei einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h zurücklegen oder den Propeller 30 Minuten lang im Flug verwenden kann. Das fliegt? Ist das geil? Ist das geil? Das würde ich richtig gern mal machen. Alter! Das Gewicht des Elektromotorrollers beträgt etwas mehr als 100 Kilogramm. Das ist ja nur nice. Seine Besonderheit besteht darin, dass er fliegen kann. Der Motorroller kann von jeder glatten Oberfläche abheben. Alles, was man tun muss, ist die notwendige Geschwindigkeit aufzunehmen und vorher die Faltflügel aufzuspannen. Das ist geil. Er sieht zwar nicht so happy aus hier. Vor allem mit diesem geilen Fell auf dem Sitz. Das würde ich gerne mal machen. Obwohl dieses Fahrzeug wie eine Requisite für einen Fantasy-Film aussieht, ist es absolut real und wird sogar als Guinness-Rekorde für das Jahr 2017 erwähnt. Sowas habe ich schon mal gesehen auf Instagram in irgendeinem so einem Video, wo jemand so eine Bremsung macht und dann Looping oder so. Ist das das Gleiche? Ey, das Kevin sieht ja voll Scott, abgefahren aus. Der interessanten Einrades hat im Jahr 2015 erstmals eine Geschwindigkeit von 98 Stundenkilometern erreicht. Offiziell wurde der Rekord aber etwas später registriert. Sein Einrad wiegt ohne Fahrer etwa 100 Kilogramm und der Durchmesser des Rades beträgt 150 Zentimeter. Voll den Zaun geballert. Um das Einrad zu steuern, braucht man einen guten Gleichgewichtssinn und keine Angst zu stürzen, da das Motorrad nicht stabil ist. Das sieht ja völlig abgefahren aus. Das würde ich auch mal gern machen. Night Shadows Maiden. Oh Gott. Das von dem Designer Brian Hammes entworfene das und vom Entwicklungsbüro Massor Concept Cycles her. Anders ungemütlich aus, Leute, oder? Also, wenn dem gemütlich ist, da weiß ich auch nicht mehr. Das hergestellte Fahrzeug sieht optisch aus wie das Logo des britischen Automobilkonzerns Jaguar. Also, nee, das wäre nichts für mich, Leute, bin ich raus, ganz ehrlich. Nee. Die technischen Eigenschaften dieses Motorrads sind genauso hervorragend wie sein Design. Das Modell ist mit einem 1,2 Liter V-Twin-Motor ausgestattet, der es dem Jaguar ermöglicht, eine beeindruckende Geschwindigkeit von 200 km pro Stunde ohne besondere Belastung zu erreichen. Naja. Der Hersteller griff gezielt nach einem Getriebemotor, dessen Geräusche an das Gebrüll eines Jaguars erinnert. Na, danke, dass man den Sound auch hört. Oh Gott, das sieht aus wie ein großer Dildo oder so, auf dem man reitet. Das Motorrad ist mit Rädern eines japanischen Sportbikes ausgestattet. Der Sitz wurde von null an neu errichtet. Heutzutage gibt es weltweit nur ein Modell von diesem eisernen Biest. Zum Glück nicht noch mehr. Das ist als schrecklich, oder? Also ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich finde das absolut hässlich. Truck Trike. Für alle, die nach mehr Brutalität verlangen, werden Motorräder wie dieses hergestellt. Motorrad wahrscheinlich. Wo ist das denn noch Motorrad? Also das ist ja wohl ein Auto mit nur einem Rad vorne, aber kein Motorrad. Oh Gott, Alter. Sie kombinieren die Elemente eines. Es gibt so Leute, die machen Sachen und ich frage mich dann, also die feiern das wahrscheinlich schon selber hart, ne? Aber ich glaube, den meisten Leuten, also ist das hart zu sagen, aber mir wäre das, glaube ich, peinlich, mit so einem Ding rumzufahren. Also für den Vlog würde ich es auf jeden Fall mal machen. Aber einschließlich nee, was ist das denn? Und der Fahrerkabine. Man muss erwähnen, dass dieses Motorrad auch Passagiere befördern kann. Hinter dem Fahrer ist ein komfortabler Sitz angebracht, der für zwei Personen Platz bietet. Der muss doch bestimmt angeschnallt sein. Boah, Kameraführung wackelig.
Diese klassische Harley-Davidson FLHT CUI, die mit Metallteilen verziert ist, wurde händisch hergestellt und macht wirklich einen tollen Eindruck. Sieht doch eigentlich schon nice aus. Was ist jetzt mit dem Ton passiert? Haben wir keinen Ton mehr? Dabei ist es gar nicht so wichtig, ganz wo random. Man auf dieses Motorrad trifft. Egal ob nachts auf der Straße oder bei einer Automesse. Boah, die Kamera, wer hat denn das gefilmt? Des Motorrads, die in Form eines silbernen Schädels gemacht sind und die scharfen Enden des Lenkrads sowie die Gehäuseelemente, die wie Knochen aussehen, ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich. Ich will es mal in der Totalen sehen. Ich glaube, das sieht eigentlich schon geil aus. Also, es ist ein bisschen viel Totenkopfgedöns und so, aber sonst eigentlich sieht es ziemlich nice aus. Dragon Firebike. Das Hauptmerkmal dieses Motorrads ist der massive Drachenkopf, der sich hinter dem Fahrer befindet und also, einen Sitz bildet. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Die Leute sagen mir, ich baue Kirmesbuden hier mit meiner 500er, mit meiner 350. Was ist das hier? Das spuckt Feuer. Da ist ein Drache drauf. Oh Gott. Oh Gott, ist das unangenehm. Oh Gott, was ist das denn? Durch ein spezielles Dosiergerät wird der Brennstoff zum Kopf transportiert, wodurch das Motorrad praktisch Feuer atmet, wenn man einen speziellen Hebel drückt. Da sind einfach Waffen drauf. Oh Gott, Amerika, Alter. Sci-Fi Bike. Es wird angenommen, dass alte Autos und Motorräder für nichts geeignet sind, außer für Altmetall oder zur Verschmelzung. Das sieht aus wie Alien vs. Predator. Aber es gibt Enthusiasten, die diesen Motorrädern ein neues Leben verleihen. Der eine stellt ihre ehemalige Stärke wieder her, der andere verwendet einige Details, um etwas Neues zu schaffen. So macht es auch der thailändische Künstler und Designer Bongroya Sangwong Prisan, der aus Altmetall... Was geht denn hier ab mit dem... Was ist denn das für ein komisches Flimmern da auf dem Bild? Film Alien erinnert. Was ist das für ein komischer Effekt? Der Künstler ist darauf spezialisiert, eine Vielzahl von Dingen aus anderen kaputten Gegenständen zu machen, die nicht mehr repariert werden können. Auch dieses Motorrad wurde aus Altmetall. Das sieht schon abgefahren aus. Aber auch nicht meins, aber schon. Die ungewöhnliche Mischung aus den Filmfiguren von Alien, Predator und einem modernen Benzinmotor sieht sehr kreativ aus. So, das war's schon mit den 10 seltsamsten Motorrädern der Welt. Ich fand es wieder ein richtig geiles Video. Ein paar davon waren sogar recht nice, fand ich. Ein paar waren ganz, ganz skurril und weird. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was hat euch am besten gefallen, was hat euch gar nicht gefallen. Und ja, falls ihr noch weitere geile Vorschläge habt, worauf ich im Motorradbereich reagieren kann, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir bei Instagram eine Nachricht. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen wieder in einem normalen Motorradvideo. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein in den Land ran.